Riechen Sie das auch? Irgendetwas in diesem Land riecht nach Scheiße. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Jeder ist heutzutage Mitglied bei irgendeiner bescheuerten Gruppe. Dieser erbärmliche Individualitätsbrei ist kaum noch auszuhalten. Kann mir bitte jemand ins Gesicht schießen oder mich für eine freiwillige Lobotomie anmelden? Moment mal, was ist das? Eine mega gute Laune-CD-Compilation mit Partyhits aller noch so abstruser Minderheiten? Richtig. Time Lies präsentiert Randgruppenparty Volume 42. Über 100 CDs aus den Tiefen der soziopathischen Hölle wie Ich hab Deutschland angerufen, war besetzt. Wir alle leben in der GmbH. Deutschland ist eigentlich eine GmbH. Die Antisemitfahrzentrale. Jude, warum hast du nichts geerbt? Zeckenalarm. Kommunismus ist nur für Debile. Ho, 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 ho. Fuchs, du hast die Hooligans gestohlen. Randale. Und natürlich Aluhuts Volume 23, präsentiert von Daniel Illuminati. Über den Chemtrails muss die Dummheit wohl grenzenlos sein. Sie haben Scheiße im Hirn, ein Logo, eine Ideologie und mindestens 5 gleichgesinnte Spinner? Dann gründen Sie eine Randgruppe. Noch heute. Wir nennen uns identitäre Bewegung, doch wir sind nur Nazis mit einer komplizierten Erklärung. Mutter, der Mann ist vom Kopfverlag. Klubab, wir haben mich selber da. Ich bin schwul, doch bei Hetze dabei. Ich bin schwul und mal geil, doch bei Hetze dabei. Zu viel Politik? Kein Problem. Randgruppen belästigen uns mit ihrem nichtsnutzigen Dauernonsens mittlerweile in allen Lebensbereichen, wie ständig nervende Laktoseintolerante. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Lächerliche Impfgegner. Schluss, Schluss, Schluss mit Autismus. Selbstzentrierte Hipster. Ironisches Shirt. Ich wünschte, ich wäre ein echter Nerd. Der zeitlose Klassiker. Waldorfschüler. Tanze Namen mit mir. Namen, Namen die ganze Nacht. Diese Superhöhne, die glauben, die Erde sei eine flache Scheibe auf dem Rücken einer Riesenschildkröte. Und mein persönlicher Favorit, Gläubige. Was, wenn Gott mal kacken muss? So eine richtig große Wurst. Hallo, beachte mich. Ich bin besser als du, weil ich meine Persönlichkeit gegen ein kollektives Konstrukt aus Schwachsinn eingetauscht habe. Obdachlos, ja zur Hölle, wo schlaf ich heute bloß? Ich hab leider nur ein Bein, können wir trotzdem Freunde sein? Hinterm Holocaust geht's weiter. Nach Silvester am Hauptbahnhof wollte ich Sex und du nicht. Das fand ich sehr doof, das fand ich sehr doof. Ein bisschen Gas muss sein, dann kommt das Feste von ganz allein. Lesbische Männer, I got a feeling. Denn ich weiß, davon wird meine Haut weich. Randgruppenparty Volume 42 hat sie alle. Rechtschreibnazis, Tintlinge, Gutmenschen, Securitas-Mitarbeiter, Pädophile, Salafisten, Atheisten und Poetry-Slammer. Ich rede mit meinem Mund, doch der Grund für die Worte aus meinem Schlund sind unendlich wie sämtliche Hemmnisse meiner tristen Existenz. Ich shut the fuck up, I will fucking laser you. Fashionblogger, Gamer, Veganer, Esoteriker, Emos, E-Zigarettenraucher, Fliesentischbesitzer und Mario Barth Lustigfinder. Die tiefste Form der Existenz. Horrorclowns, Lochi-Fans, Pokémon-Sammler, Segway-Fahrer, Heilpraktiker, Kiffer, Lichtesser, Cosplayer, Behinderte, Trans, Homo, Neutrum, weiß nicht, Vagina, Pimmel, Asexuelle mit David Hasselhoff, Schneidezahnmotiv und Wurstmütze. Oh Mann, wer hat euch nur allen ins Gehirn gekotzt? Ach ja, und die schlimmste Randgruppe von allen. Gestresste Ökomütter mit 5 Kleinkindern im Fahrradanhänger. We don't need normal transportation. Randgruppenparty Volume 42. Die ultimative Collection für garantiertes Ohren-Aids. Und wenn das alles noch nicht helfen sollte, steckt in jedem Paket noch eine schöne, handgemachte Eisennadel drin.
Ab damit in die Nase und der ganze Spuk ist vorbei. You are so beautiful, Lobotomie. Ach ja, Joko und Klaas, bitte hört auf, meine Ideen zu klauen. Ich mache hier die Witze, okay? Bye, bye.